Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Stereochannel Helpdesk Webinar mit Dirk Hilger. So ein Webinar lebt natürlich von Fragen. Insofern hoffe ich, dass viele Fragen kommen werden und der Dirk ist mit Sicherheit in der Lage, auch alles kompetent zu beantworten. Mit meiner Unterstützung natürlich. Du Nein, bist ja optimistisch. Ja, klar, sicher. Ja, bevor wir jedoch starten, noch die obligatorischen Risikohinweise. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FX Flat übereinstimmen. Ja, mit diesen letzten Worten übergebe ich an den Dirk und sage mal viel Spaß. Jetzt war ich zu langsam. Ja. Mir ist nämlich gerade noch eingefallen, dass du mir ja schon was geschickt hast. Aber irgendwie ist hier gerade alles ganz merkwürdig bei mir dargestellt. Ich weiß irgendwie gerade nicht, was hier abgeht. Ich muss leider kurz irgendwie. Moment. Ich verstehe gerade gar nichts hier. Gucken, ob es das jetzt erledigt. There's no business like show business, oder wie war das? Ja, Mein Gott. ich kann So, ja, scheint. Bitte? geht's jetzt? Scheint, Ja, ne? ich glaube, es hat sich gerade irgendwie geklärt. So. Wow. Ja, so wie ich das sehe, hat uns noch keiner gehört. Doch. Ne? Nee, weil hier steht nämlich jetzt irgendwie. Mit allen zu sprechen, Konferenz starten. Ich glaube, du musst noch mal von vorne anfangen. Ich glaube Tja, guten Abend. Mein Name ist Dender von FX Flat. Ja, heute Abend das Webinar mit Dirk Hilger in Bezug auf Help des Stereo Trader. Wir haben gerade festgestellt, dass uns keiner gehört, aber wir uns fleißig unterhalten haben über Gott und die Welt. Das Webinar lebt natürlich von ja, von Fragen Ihrerseits, ne, je mehr, desto besser. Und bevor wir starten, noch die obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FX Flat übereinstimmen. Ja, fast auch so in dem Text, der da steht. Ich hoffe, alle können uns hören. Und ja, zum zweiten Mal wünsche ich allen viel Spaß. Jetzt hat es funktioniert, schätze ich mal. Ne? So, und ich habe auch, wie du gesehen hast, mein lieber Wolfgang, ich habe auch den Risikohinweis für dich eingeblendet. Herr Wolfgang hatte so ein bisschen Das ist Startschwierigkeiten, ich aber auch. hervorragend. Wir haben es da ein bisschen verheddert Dankeschön. gerade. Aber wir haben es geschafft. So, dann sage ich erstmal, jetzt fange ich schon an zu lallen. Hallo und herzlich willkommen hier in die Runde. Und es sind ja so ein bisschen andere Umstände heute, beziehungsweise wir sind alle so ein bisschen irgendwie in ein bisschen anderen ja, Umständen klingen, als wären wir alle schwanger. Das meine ich natürlich nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist gerade nicht alles so, wie es sonst auch immer ist, aber ich hoffe, es geht euch trotzdem allen gut, soweit das halt hier in der Lage auch machbar ist. Nichtsdestotrotz machen wir heute Helpdesk-Webinar. Und das heißt hier, wie der Wolfgang schon gesagt hat, werden natürlich dann Fragen, so gut es geht, dann irgendwie live beantwortet, also Problemchen, die halt irgendwo auftauchen, aufgetaucht sind, oder halt eben auch Erklärungen zu Funktionsweisen, es sei denn, wir haben sie wirklich schon ganz oft erklärt, dann würden wir uns eher das Video raussuchen, ansonsten versuche ich, so gut es geht, hier auf alles einzugehen. Ich weiß, in letzter Zeit sind so ein paar Sachen liegen geblieben, hat mich vorhin auch der Wolfgang noch gefragt, gerade im Punkto auf die Sportstrategie, da muss ich mich auch so ein bisschen entschuldigen. Das liegt natürlich an mir. Und da ist aber heute halt, ist da auch ein Switch erfolgt. Also das gleich vorneweg für alle, die die Sportstrategie nutzen. Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen, sondern das wird der Timo jetzt übernehmen, weil ich, das merkt man glaube ich auch,
so ein bisschen an meine Grenzen kommen gerade und auch gerade an zwei anderen Baustellen bin, weil halt nämlich wirklich hier zwei wirkliche Innovationen jetzt kommen und wo wir auch zu mehreren dran arbeiten. Und das ist fast präsentationsreif. Also wir sind da sehr weit, aber wie immer dauert halt alles ein bisschen länger. Man stößt halt immer wieder vor Aufgaben, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, dass man überhaupt irgendwie in der Richtung halt was bekommen könnte, was dann plötzlich zur Herausforderung wird. Aber wir kriegen es ja halt alles immer irgendwie hin. So, also, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut soweit. Ich gehe jetzt mal hier gleich auf meinen Bildschirm hier auf der anderen Seite. Und wo ich jetzt einfach hier nur mein Desk habe. Das heißt, wir sehen hier einfach nur meine Oberfläche, bei mir aber die Entwicklungsabteilung im Zero Trader. Und die sieht manchmal so ein bisschen anders aus als bei euch. Jetzt hier in dem Fall glaube ich aber nicht großartig. Aber das heißt, hier bin ich immer so drei Schritte weiter als die Release draußen. Ich merke aber leider halt, ich habe hier echt wieder richtig Spaß heute mit meinem VPS, der reagiert so ein bisschen wie sagt Muscheln, nämlich überhaupt nicht, liegt nur rum. So, aber trotzdem versuchen wir es irgendwie da durchkommen. Also, Wolfgang, wie gesagt, ich hab ja gerade vorhin gesagt, bezüglich der E-Mail. Moment, ich kann aber mal ganz kurz versuchen. Ich habe das nämlich schnell noch rauskopiert eben. Mal gucken, ob mir das gelingt, die jetzt dann doch noch hier irgendwo vorzuholen. Das müsste eigentlich ganz schnell gehen. Das Bild ist gleich wieder ganz normal da. Meinst du die E-Mail von heute Morgen oder jetzt Ja, eben oder vom genau, Vormittag? von heute Morgen, ja. So, Moment, nochmal zurück. So, und dann, na, sollte es wieder alles zu sehen sein, wie eben. Also, weil hier jetzt noch nicht so, oder ich fange mal hier mit den Fragen an, die hier reinkommen, von dem Horst. In letzter Zeit muss ich den MT5 neu starten oder sogar mit Task Manager schließen und wieder starten. Ich glaube einfach, dass momentan so ein bisschen das Ganze mit der Volatilität insgesamt zusammenhängt. Ich merke das ja halt auch hier jetzt bei mir zum Beispiel am VPS, da kommen einfach unfassbar viele Daten halt rein. Und es hakt halt einfach an allen Ecken und Enden. Das ist, hat aber nichts mit dem Stereo-Trader direkt zu tun. Der braucht natürlich ein paar Ressourcen und ich weiß, der Metatrader verschluckt sich da leider manchmal zur Zeit. Und kann ich teilweise auch nachvollziehen, nicht immer, aber je nachdem, wenn das, ich weiß nicht, wo ist das ein lokaler Computer oder ist das ein VPS? Aber was ich halt wirklich ganz deutlich sehe, ist alles, was irgendwie auf VPS gehostet ist, momentan wirklich so ein bisschen unter der Volatilität ganz schön leidet, also von der hier von der Netzwerkgeschwindigkeit und so weiter, Darstellungsgeschwindigkeit. Also deswegen kann das durchaus damit zusammenhängen. Lokaler Computer, ja. Also gut, kann immer viele Faktoren haben. Da sollte es aber eigentlich am wenigsten irgendwo auftreten. Und weil das auch so eine Geschichte ist, die wir halt auch schon mal an anderer Stelle operiert haben und das eigentlich auch soweit im Griff haben. Und im Zweifelsfall, weil was der Metatrader nämlich seit irgendwie Neuestem macht, also seit irgendwie zwei, drei Releases oder so, ist halt ständig alle Daten nachladen. Also es fällt mir halt auch auf. Das heißt, man wechselt den Timeframe und dann im Hintergrund werden dann permanent irgendwelche Kerzen nachgeladen. Das ist super nervig. Ich weiß auch nicht so ganz, wozu das gut sein soll, weil ständig auch zum Beispiel die ganzen Indikatoren, es wird alles nochmal von neu auf berechnet. Das heißt dann halt eben auch, wenn man zum Beispiel dann ein Add-on drin hat, dass sich das dann wirklich im Sekundentakt resettet und immer wieder von vorne anfängt und immer wieder ein Stück weiter zurück anfängt. Ja, also was als Beispiel, ich starte das irgendwie, dämlicher SMA, nur mal als Beispiel, der fängt dann irgendwie an zu rechnen am 1.1., dann kommen wieder Daten nach, dann heißt es, sag, jetzt kannst du rechnen ab Oktober. Dann Reset, ja, rechnen ab Oktober, nochmal bis hinten hin, ah nee, jetzt Juni. Und so geht das die ganze Zeit. Und das führt eben dazu, wie gesagt, ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, entzieht sich aber leider halt natürlich auch meinem Zugriff. Aber das ist ganz klar ein Problem, was da halt irgendwie, was man sich da irgendwie jetzt neuerdings im Metatrader gezüchtet hat und was dann natürlich super reinspielt. Und dann gepaart mit der Vola, beste Möglichkeit ist halt wirklich, so doof es klingt,
wenn man den Timeframe wechselt, am besten irgendwie kurz warten. Und dann passiert es eigentlich in der Regel nicht. Ne? Also das ist halt leider ein bisschen nervig. Ich hoffe aber, das wird sich nochmal irgendwie legen oder man wird erkennen, dass das überhaupt keinen Sinn hat. Man sieht es ja auch zum Beispiel, weiß nicht, wer hier auf dem iPad oder so ist, da sieht man es auch. Ja? Ich mache auf dem iPad irgendwie halt einen Chart auf und dann sind ein paar Kerzen da, dann kommen ein paar dazu, noch ein paar dazu, ein paar dazu. So geht das die ganze Zeit. Und das killt natürlich irgendwo alles. Also, wie gesagt, am besten irgendwie langsam klicken beim Timeframe-Wechsel und dann sollte das alles halb so schlimm sein. Ja. Nee, also wird ja auch hier bestätigt, ne? Das ist, ja, ist halt wirklich leider so. Okay. Okay, wenn mal was nicht richtig angezeigt wird, genau. Also, wenn halt irgendwie dadurch die Anzeige oder so halt auch mal leidet, was man halt aber machen kann, ist halt ganz einfach, wenn man hier, man muss gar nicht irgendwie ein Setup, sondern einmal hier skalieren und dann regelt sich das normalerweise halt direkt auch nochmal ein. Ich weiß, das ist ein bisschen unschön und das ist auch eigentlich alles für das genaue Gegenteil optimiert, aber glaubt mir, also besonders ich verschwende echt so viel Zeit darauf, ständig irgendwelche neuen komische Kränkeleien da halt irgendwie zu umschiffen, das ist halt super nervig, nervt mich genauso. Aber es ist halt leider was, womit man leben muss. Also im Moment ist es halt leider schlimm, aber es wird auch wieder anders. Also allein schon, wenn der Markt sich wieder normalisiert, dann wird es von selber anders, weil dann auch die Anzahl der Daten einfach nicht so hoch ist. Wenn ich einen Chart auf dem zweiten Bildschirm ziehe, wie kann ich dann den Timeframe wechseln? Also im MT5, Ralf, ne, davon gehe ich ja mal aus. Das heißt, dort bin ich ja eigentlich im Updock-Modus. Das heißt, dort ist es ja eigentlich so, dass ich ja halt hier nur sage, dann Fenster irgendwie undock. So, und dann habe ich hier, ah genau, die sind gar nicht dabei, ne? Wolfgang, weißt du das? Wie kann man Timeframe jetzt hier eigentlich noch wechseln? Kann man das hier nicht mit dazu bauen? Du meinst jetzt hier einen Chart oder wo Genau, dass da meinst du oben drauf jetzt? die Buttons sind für einen Timeframe. Geht das hier nicht? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist okay. Mit der Das gemacht, ist. drück doch mal rechte Maustaste im. Mach mal rechte Maustaste den Chart. Da hast du auch hier die Perioden. Zeit. Timeframes. Wo? Ah, da. Ach, Ja. ernsthaft. Ernsthaft. Das ploppt bei mir noch nicht mal auf. Ah, muss ich ja klicken. Okay, sehr praktikabel. Ja, also damit ist die Frage beantwortet. Also der Wolfgang gemacht. Ich wusste das gar nicht. Rechtsklick, Timeframes und dann kann man es halt hier wechseln. Das ist ja echt. Also, ich staune immer wieder über ja, Absurditäten, die hier hinzukommen. Das ist schon lustig. Okay, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Also das ist natürlich, das geht gar nicht. Also da wäre ja erstmal die Überlegung halt, ob man das nicht in StereoTrader auch noch gerade mit einbaut, hier oben bei die Uhr oder so, dass man den Timeframe irgendwie da auch noch schnell wechseln kann. Okay, ja, das ist absurd. Das kann man nicht anders sagen. So, ich lese hier die Fragen mal weiter. Ich habe zwei Add-ons, EuroPro und MT-On Live, die leider oft Lizenzerkennungsprobleme haben. Das sagt mir jetzt leider gar nichts, lieber Andreas, weil die ganze Lizenzgeschichte liegt ja ohnehin außerhalb vom StereoTrader. Und das läuft ja alles über den Server. Und das kann ich irgendwie leider nicht nachvollziehen. Also, zumal ich das jetzt so auch noch nicht gehört habe. Also, auch wenn man mehrere Lizenzen hat, das muss ja trotzdem alles oder wird ja auch alles gleichzeitig halt irgendwie dann auch ausgeworfen. Aber wie gesagt, nicht das wertet nicht mal der StereoTrader aus. Und von daher kann ich das so leider nicht nachvollziehen, warum da beide zusammen irgendwie nicht funktionieren sollten, zumal das ja komplett voneinander getrennt auch ist. So, dann ist da noch eine Ergänzung. Was? Ah, guck an, Timo, der Timo hat es beantwortet. Hier oben, Timeframe-Wechsel geht über die Uhr. Da oben auch. Wenn das Fenster abgedockt ist.
So, Wolfgang, jetzt hast du auch wieder was gelernt, oder? Ja, ich schäme mich gerade. Er hat natürlich recht über die Uhr. Ja, ich wusste es auch nicht. Aber das hier ist doch auch so wieder so ein Ding. Ah, nee, da kommt er wieder. Ja, okay. Gut. So, danke, Timo. Danke, Timo. So. Ach, der Timo, der übernimmt einfach sowieso den ganzen Laden hier. Am besten demnächst. Timo, du könntest eigentlich die Helpdesk hier alle machen. Was hältst du davon? Der weiß sehr oft besser als ich. Das ist gut. Mag das. So, also, zweiter Bildschirm haben wir. No way, sagt er. okay, also, kann man auf Time-Positionen, die im Stereo-Trader eröffnet wurden, im MT5 Handelsfenster schließen, ohne dass der Stereo-Trader durcheinander kommt? Ja, klar. Das ist eigentlich kein Problem. Also, muss ich jetzt hier auch nicht vorführen, aber wenn ich halt einfach mehrere Positionen drin habe und klar, wo ich die schließe, ist eigentlich egal, weil der Stereo-Trader berechnet ja auch den Stop-Loss und dann alles nochmal halt neu, beziehungsweise Break-Even, das ist eigentlich gar kein Problem. So, der Gottfried, soll bei der Neuinstallation vom Stereo-Trader die Classic oder die Silver Edition ausgewählt werden? Die Classic Edition, natürlich. Ist die überhaupt bei euch aufgeführt? Ja, doch, ne? Ist aufgeführt generell. Wolfgang, ne? Die ist Beide, ja nach wie ja. vor so. Beide sind aufgeführt. Ja. Nee, auf jeden Fall die Classic, ne? Die Silver ist halt eher so eine, ich will mal sagen, irgendwie Kennenlernen-Version, eigentlich so eher für das Look and Feel, aber kann natürlich mit der Funktionsvielfalt von der Classic halt überhaupt nicht mithalten, ne? Also von daher auf jeden Fall die Klassikversion. Also gerade halt, was auch oft gefragt wird, aber dann natürlich weniger von Seiten FX Flat, sondern halt eher über die Direktschiene ist halt die Limit Pullback Order, ob die in der Silver Edition drin ist. Nein. Aus dem einfachen Grund, weil die ganze MIT-Funktionalität, also das heißt die Orderaufgabe außerhalb auch von Handelszeiten, also generell die Orderaufgabe, die halt jetzt nicht beim Broker landet, sondern nur halt bei mir, beziehungsweise auf dem Stereo-Trader dann gemanagt wird, diese ganze Funktionalität dazu gehört eben halt entsprechend auch die Limit Pullback. Das heißt, das ist ja eine Order, die im Stereo-Trader ausgeführt wird. Und diese ganze, wie gesagt, interne Orderaufgabe ist in der Classic halt, in der Silver nicht möglich, sondern nur in der Classic. Ja, und auch alles andere, was damit eben zusammenhängt. Das heißt, die ganzen Order-Attribute, die da halt mit reinspielen. Und das geht alles nur mit der Classic Edition. So, genau, und da fragt noch der Gottfried, was der Unterschied ist. Also das ist halt der wesentliche Unterschied. Das heißt, diese ganze MIT-Geschichte, also die synthetischen Orders, das ist der wesentliche Unterschied. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere, zum Beispiel das ganze Auto-Trading, das geht in der, also alles, was automatisierbar ist, geht in der Silver Edition auch nicht. Und auch die Auto-Exit ist, soweit ich weiß, auch limitiert. Und was in der Silver auch nicht gibt, ist halt der Stereo Hedge Mode, also der quasi doppelte Future Mode, also die doppelte Akkumulierung in zwei Richtungen, die ist auch nicht in der Silver Edition drin. Da gibt es aber eigentlich ein Overview. Auf der Homepage müsste das eigentlich halt liegen. Und wo das halt auch nochmal dargestellt ist, also gegenübergestellt ist, was halt damit machbar ist und was nicht. Volumenprofil geht, glaube ich, auch nicht. Markttiefe bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also schon so einige Sachen auf jeden Fall. Also man kann einfach ganz, ganz simpel zusammenfassen, wer ernsthaft handeln will, der sollte über die Silver Edition gar nicht mal nachdenken. Und das ist ja, wie gesagt, eher so auch ohnehin von außerhalb FX Flat eher so eine Möglichkeit, den mal halt für kleineres Geld kennenzulernen, aber wo ich mich auch ständig eigentlich frage, ob es überhaupt Sinn macht, die anzubieten noch. Ab wann kann man im MT5 wieder Strategien laden? Man kann es grundsätzlich, ne? Also es ist halt nur, ich weiß, da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen bei der Umschaltung. Wenn man oft genug draufklickt, geht's aber, ne? Also gemeint ist ja die Geschichte hier. Also hier bei Strategie, ne? Ich kann ja halt, ich meine, laden kann ich die, ne? Wenn die da sind. Oh, die hieß ja interessant hier. DAO zum Mond. Ja, das ist auch lange her. Beziehungsweise noch gar nicht so lange, aber jetzt weit weg. Das heißt, laden kann man die ja grundsätzlich.
Nur ist halt so, wenn ich halt hier draufklicke, dann macht er halt mir direkt das Pop-up auf. Aber wenn ich mit Doppelklick draufgehe, geht vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wie man sieht, man kann es ja. Ne? Also ich komme ja da rein. Ich kann ja hier auf jeden Fall was tippen. Es geht schon. Ist nur ein bisschen, reagiert nicht so, wie es soll. So. Moment, also der Radweg, kann man gleichzeitig das X-Frame, dein X-Frame, das ist gar nicht mein X-Frame, das ist das vom Heiko Behrendt, und VPOC von Orkan benutzen. Weil wenn ich VPOC offen habe und dann den X-Frame aufmache, wird das Fenster vom VPOC überdeckt. Ich weiß, dass, jetzt bin ich aber gerade nicht sicher, ist das nur in der Beta behoben? Das ist behoben. Es kann sein, dass es das noch nicht released ist. Also ich weiß, was gemeint ist. Das heißt, man macht irgendwie zwei Add-ons drauf. Ich traue mich hier fast gar nichts drauf zu machen. So wie das, so komisch, wie das hier alles reagiert. Komisch bis gar nicht. Schon ein bisschen schräg hier gerade. Man kann halt irgendwie grundsätzlich natürlich alles Mögliche gleichzeitig irgendwie aufmachen. Ich kann das ja gerade mal versuchen. Jetzt ohne Gewehr, weil irgendwas stimmt mit der Kiste hier nicht. Also, das ist gemeint. Jetzt noch irgendwie VPOC drüber. Und dann mal gucken, ob er es diesmal hinkriegt. Ah, nee. Eigentlich, ja doch, ne? So, das ist ja gemeint. Das heißt, man hat ja gerade gesehen, die liegen übereinander. Beziehungsweise jetzt werden die aber hier gestapelt. Es kann wirklich sein, dass das in der Release, in der die momentan draußen ist, noch nicht drin ist. Ich glaube, das sollten wir mal irgendwie dringend nachliefern und die mal auf den neuesten Stand bringt. Okay. Wenn sie da sind, aber keine neuen. Ja, doch. Also habe ich da auch gerade irgendwie hingekriegt. Ich musste doch nur irgendwie oben halt doppelklicken, ne? Also jetzt nochmal kurz in den Strategien, Andreas. Okay, also, ne? Wie man sieht, das ist behoben, aber tatsächlich wahrscheinlich in der Release noch nicht drin. Aber wie gesagt, das kommt dann jetzt eh in Kürze. Der Gottfried. Aber gerne doch. Welche Handelszeit? Wolfgang, du hilfst mir, ne, wenn ich was übersehe. Ich gehe das nämlich jetzt erstmal hauptsächlich von oben Ich bis. gucke gleichzeitig mit. Ich gucke gleichzeitig mit, ja. Okay. Doch, ne? Geht doch hier mit dem, der, also hier das Stapeln von verschiedenen Add-ons geht mit der 2590. Ja, okay. Ne, was ja da auch dazu gekommen ist, dass man da unten jetzt hier so ein kleines X hat und damit halt eben auch die Dinge aus dem Chart auch stressfrei wieder los wird. Da gab es ja speziell im MT4 auch mal irgendwie Wehwehchen. Das ist aber damit eigentlich auch alles vom Tisch. Wo war ich jetzt gerade? Jetzt habe ich mich hier Ich glaube, wer das verhüllt. Volumen im Handel berücksichtigt, die Frage vom Werner. Ja, wenn ich dieses Mal noch finden würde, bin ich blind? Ah, da. Okay, also der Werner. Wer das Volumen im Handel berücksichtigt, beachtet in der Regel nicht nur das Volumen pro Preis, sondern auch sogar vorwiegend pro Volumen pro Zeiteinheit. Daher gibt es einen ST-Indikator, der das Volume Mapping zeitbasiert, also Volumen pro Kerze, also gemeint das Footprint, ne, wenn ich das mal richtig übersetze. Gibt es, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Also jetzt nicht im Stereo-Trader Standard enthalten. Okay. So, haben wir noch irgendwas? Da. Ich lese ja. Hä? Da muss ich muss da kurz irgendwie mal ein bisschen genauer nachlesen, weil ich das irgendwie gerade gar nicht verstehe. Ja. MT4, so, egal, offene Positionen, Wechsel, Zeiteinhebe, MT4 Absturz, MT4 wieder öffnen, solange nur die offenen Positionen. Boah, muss ich mir angucken, ne? Also, Reinhard, habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, aber ich vermute wirklich, das ist die gleiche Geschichte, weil ich glaube, die haben das im MT4
Da gab es doch irgendwie auch ein Update, irgendwie zwischendurch mal. Da auch so ein paar Sachen nämlich mit reingebaut. Ist das nur bei offenen Positionen? Im MT4. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, gerade so irgendwie. Also für mich nicht. Ich glaube das natürlich, Reinhard, aber das wäre halt wirklich eher so ein Fall. Da bitte mal, sei so nett und schick das mal per Mail in allen Details, so dass ich das wirklich nachvollziehen kann. Weil das dauert jetzt, glaube ich, hier irgendwie ein bisschen zu lange. Okay. Also, nicht böse sein, aber ich glaube, das geht ein bisschen zu sehr jetzt hier ins Gefummel dann, bis ich das dann halt irgendwie habe. So. Wenn ich also nochmal zu den Teilpositionen schließen außerhalb des MT5. Wenn ich aber Teilpositionen im MT5 Handelsfenster schließe, stimmt das Saldo vom MT5 und Stereo nicht mehr überein? Eigentlich schon, weil das wird ja, sollte eigentlich schon mit erkannt werden, dass ja dann halt da was fehlt und auch entsprechend halt mit reingerechnet werden, weil dem Stereo-Trader ist es eigentlich egal, wie die Position zugegangen ist. Und der guckt immer nur, was ist irgendwie gerade da und was hatte ich eben und sucht sich dann die Differenz dann halt zusammen. Meine Lieblingsfrage um 18:22 Uhr von dem Stefan. Wann gibt es das Stereo-Trader-Handbuch auf Deutsch? Ja, das ist, du siehst, also vielleicht hast du nicht so lange, nicht böse sein, ich lache dich gerade natürlich nicht aus, aber das ist, ich weiß, das würden sich viele wünschen. Und ich drücke mich da einfach die ganze Zeit oder wir alle uns schon irgendwie drumherum, weil es halt einfach irrsinnig viel Aufwand ist, das halt eben genauso aktuell zu halten. Das ist immer so ein bisschen der Haken an der Sache. Ich weiß, es gab auch schon ein paar Vorschläge. Was? Es gibt ein Handbuch, sagt der Ingolf. Also wenn, dann hat es jemand anders geschrieben. Da gab es auch schon mal diverse Ansätze von anderen, tatsächlich, die sich die Mühe ehrenwerterweise da gemacht haben. Und aber inwieweit da jetzt irgendwas fertig ist, keine Ahnung. Ey, mal ganz ehrlich, ne? Es sind doch hier einige dabei, also ein, zwei doch dabei, die haben das irgendwie mal angefangen. Mach doch ein E-Book draus. Jetzt ernsthaft für irgendwie in dein Amazon Kindle und gut ist. So, warum nicht? Ne, weil offiziell ist das Ding halt einfach Englisch und da kommt jetzt halt auch noch Chinesisch dazu. Und das ist dann halt echt eine Herausforderung, das immer alles aktuell zu halten in allen Sprachen. Ich meine, da muss man leider sagen, ne, wenn man sich da halt irgendwie mal so Microsoft Windows oder so anguckt oder ein Word, klar, ne, das ist halt aber auch natürlich eine andere Infra dann dahinter und ein Aufwand, den die natürlich ein bisschen leichter stemmen können. Also wie gesagt, wenn das irgendwie jemand in der Schublade hat, es muss ja nicht unbedingt von uns kommen, das Handbuch. Ingolf, bitte mal etwas genauer, wenn du meinst, es gibt es doch, also das Handbuch auf Deutsch. Also wie gesagt, ich schließe nicht ganz aus, dass es irgendwann kommt, aber es ist halt einfach nicht unbedingt so wirklich auf der Liste, zugegebenermaßen. Was aber halt auf der Liste ist und auch schon angefangen ist, das sind Videos. Also zu Funktionserklärungen, was wahrscheinlich auch sinnvoller ist und leichter verständlich als mit im Handbuch. Okay. Wusste ich nicht. Also der Ingolf schreibt mir ja gerade, der Ralf, den ich natürlich auch kenne, hat eine längere Version geschrieben. Der hat mal irgendwas gemacht, das stimmt. Aber inwieweit die fertig ist, weiß ich halt nicht. Nee, das war doch mal irgendwie ein Artikel, den er geschrieben hat. Also verwechseln wir da was. Egal, aber ich weiß, der Lutz war da auch mal dran und es war noch jemand dran und es waren mehrere dran. Und von daher, ja, also wie gesagt, nochmal Handbuch offiziell von dieser Seite erstmal wahrscheinlich nicht. So. Kann man die Konfigurationspanels von Stereo-Trader-Indikatoren links unten Chartfenster ausblenden. Mir stören die gelegentlich doch sehr und je kleiner das Chartfenster, umso mehr.
Nein, nicht ganz. Was man aber machen kann, wo ist er? Ich nehme einfach nochmal den X-Frame. Was man aber machen kann, ist Folgendes. Man kann ja irgendwie seit ein, zwei Versionen hier im Layout da unten das auswählen. Kleine SEA-Panels. Und dann passiert Folgendes. Sobald ich aber erst den Timeframe halt wechsle, ne, dann werden die halt ganz flach und klein. Also heißt nur noch halb so groß. Und wenn dann der Chart halt mal kleiner wird, und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Also das ist ja dann irgendwie fast nichts mehr, was da halt irgendwie großartig stört. Weiß aber vielleicht auch nicht jeder, von daher habe ich es jetzt halt mal gezeigt. Okay, der Ingolf hat das als PDF. Das Handbuch. Das, okay. Dann beam mal rüber, bitte. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Alright. So, dann gehe ich mal kurz auf die Fragen ein, die jetzt auch noch per Mail reingekommen sind. Also ich habe hier zwei Stück, Wolfgang. Und das eine ist, erstens, ich habe die Feststellung gemacht, dass der VWOP des VPOC sich nachträglich ändert. Der Timo ist ja da, ne? Timo, hast du ein Mikro? Weil ich kann dazu weniger sagen als der Timo. Timo, willst du mal, können wir den Timo mal kurz irgendwie laut machen? Wolfgang? Ja, ich guck mal, ob ich das. Ja, dann kann der vielleicht was dazu sagen. Also der Timo ist derjenige, der das VPOC programmiert hat. Guck mal, ich Und weiß der gar ist da nicht. wesentlich fitter damit als ich. Guck mal, wie das Also funktioniert. die Frage, Moment, ich kann die leider hier nicht reinkopieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich die nicht als Text habe. Aber ich lese sie gerne gleich nochmal vor. So, Warte mal kurz einen Timo, Moment. jetzt müsste der Timo eigentlich noch sagen, dann gucken wir mal, ob es Ja, moin, geht. moin. Kann man mich hören? Ja, man kann dies Timo, wunderbar. hervorragend. Ja, so, Perfekt. der Timo ist da. Ich bin da mal weg. Schönen Abend noch. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, erstmal hallo in die Runde, hallo an die Teilnehmer, hallo Dirk, hallo Wolfgang. Also, ich lese noch mal kurz die Frage vor. Genau. Ich habe die Feststellung gemacht, dass der VWOP des VPOC, also das Modul vom Orkan Kuyas, für die anderen, die das nicht kennen, sich nachträglich ändert. Zum Beispiel gestern im 15-Minuten-Chart gegen 16:30 Uhr wurde der VWOP eine Stunde rückwirkend bis 15:30 Uhr von blau auf rot angepasst. Ist es möglich, dass der VWOP statisch bleibt und nicht rückwirkend angepasst wird? Also erstmal, gestern war ja Sonntag, ne? Also meint er jetzt für die Tage zuvor? Also das ist jetzt so ein bisschen Nein, schwierig also auch die E-Mail ist irgendwie. nicht von. Ja? Was meinst du, Die E-Mail war Wolfgang? nicht von Sonntag, die kam. Ach so, Die okay, ist nicht alles von klar. Sonntag, die kam, ich sag mal, von Donnerstag auf Freitag, so in der Ecke. Ich weiß es Ja, aber nicht okay. genau. Also prinzipiell sollte der VWOP natürlich gleich bleiben und sich nachher nicht ändern, auch nicht, wenn man jetzt irgendwie den Timeframe ändert oder so, ne? Also von daher, wenn das bei dem Kunden so war, dann ist das natürlich irgendwie nicht richtig und dann muss man da irgendwie nachschauen, wie das so ist. Dirk probiert ja gerade aus, was da so Sache ist, ob das sich ändert, aber im ersten Moment scheint ja irgendwie, dass es gleich bleibt und funktioniert. Von daher, das ist so eine trickige Frage, also es ist nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht, wenn der Kunde da irgendwie das dauerhaft das Problem hat, dass er dann vielleicht nochmal sagt, okay, welches Symbol ist ganz wichtig, ne? Und irgendwie, ob das immer auftaucht und ne, dann kann man das irgendwie weiter untersuchen. So jetzt auf Anhieb da was zu sagen, weil zumal es ja beim Dirk auch funktioniert, ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, also generell, ne, ich habe die Frage jetzt nicht so, erst nicht richtig so, nicht, sag mal, was ist denn los heute?
Ich habe die Frage erst nicht richtig verstanden, aber grundsätzlich ist das ja halt statisch. Also ändert sich im Nachhinein eigentlich nichts, es sei denn, irgendwie man verstellt die Uhr im Nachhinein. Das wäre noch so was, was mir noch irgendwie dazu auffällt oder einfallen würde. Auffällt. Also ich rede heute echt irgendwie komisch. Ja, also das wäre halt so das Einzige, wo was halt da noch irgendwie reinspielen könnte. Aber solange das nicht der Fall ist. Genau, also wenn bei ihm das Problem noch auftaucht, dann, wie gesagt, ganz wichtig ist das Symbol, dass er sagt, welches Symbol das ist und ob das in jedem Timeframe ist, und dann kann man der Sache irgendwie näher auf den Grund gehen und kann man das irgendwie näher untersuchen. Ja. Haben wir noch irgendwas wegen VPOC? Dann können wir das gerade in einem Rutsch machen. Moment. Von wem war denn die Frage eigentlich? Weil ich habe die nur von dir weitergeleitet bekommen, Wolfgang. Der ist jetzt gar nicht online, also kann ich jetzt. Okay. Dirk. Ja. So, weil der Ralf legt nämlich hier gerade was nahe. Also, okay, das war eine andere Frage. So, haben wir noch irgendwas wegen VPOC? Ah, da ist noch einer. Der Werner, eigentlich wollte ich. Unten Ja, ist noch einer. sehe ich gerade. Ich bekomme den internen StereoTrader VBOB nicht angezeigt. Kann das daran liegen, dass ich VBOB installiert habe? Ja, das liegt auf jeden Fall daran, dass der VBOB installiert ist. Der Timo lacht schon, weil er jetzt sich wahrscheinlich darauf freut, wie ich jetzt gleich anfange zu rudern. Zu rudern. Ja. Das ist. Wir nennen es mal ganz besondere Indikationen. Ja, das ist nicht intern in VWOP. Und der auch ganz bewusst da nicht drin ist, weil er sowieso nicht mit übereinstimmt. Deswegen einfach bitte gedanklich ausblenden. Und da fehlt nichts. Ja, kann man es vielleicht einfach so zusammenfassen. Und so oder so, wenn man halt das VPOC hat, ist man sowieso 100-mal auf der sichereren Seite. Also das Add-on vom Orkan. Und muss ich darüber keine Gedanken machen. War das okay, Timo? Ja, perfekt, das ist super erklärt. Ja, gut, dass hier kein Thermostat irgendwie installiert ist. Okay, also der Timo und ich, wir hatten da schon sehr viel Spaß damit. Mit der Programmierung von der lustigen Kurve. Deswegen ist er ein bisschen Insider, sorry. Also, ne, Werner, da fehlt nichts, ne? Aber da du sowieso das VPOC hast, macht dir einfach kein Kopf drum. Das ist ja auf jeden Fall richtig. Ja, das ist schlecht. Ja, ne? Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay. So, haben wir noch irgendwas zum VPOC Add-on? Ansonsten hat der Timo nämlich dann jetzt schon wieder Feierabend, unverschämterweise, und ich muss den Rest dann weitermachen. Wobei, ne, ich habe ja vorhin den Vorschlag gemacht, Timo, ne, so. Ja, da habe ich ja auch schon geschrieben, no way. Ja. Es macht aber Spaß hier, finde ich. Und daher kann man ruhig mal machen. So, da gehe ich mal die anderen Sachen durch. Also dann danke erstmal, Timo, hier fürs Ja, sehr Einspringen, gerne. Dann wenn noch irgendwas ist. Und dann genau, alles klar. Dann der sage ich Werner. mal, Ja, genau ne, viel so. Spaß noch und weitermachen so. Ja, danke dir, ne? Ach so, Alles danke klar, macht's dir. gut. Ciao. Ciao. So, StereoTrader Windows 10 Limit Orders nicht ausgeführt wurden. Stattdessen sprangen die Entries als Stop-Loss genutzte Limit Orders deutlich. Gut. Verstehe ich nicht. Also klar, ist im volatilen Handel kriege ich keine, also die Frage ist halt hier, dass Limit Orders nicht ausgeführt wurden. Das ist natürlich eine Aussage, da kann ich so nicht so viel mit anfangen. Ne? Da kommt es wirklich darauf an, was steht denn da als Meldung dabei, ne? Weil irgendwas steht ja auf jeden Fall da. Ich muss zum Beispiel halt auch dazu sagen, ich hatte heute auch den Fall, aber nicht bei FX Flat, sondern woanders, dass ich halt eigentlich eine sehr schicke Short Stop Order hatte und der DAO eigentlich da 1700 Punkte durchgefallen ist und ich nicht ausgeführt wurde. Das fand ich natürlich nicht lustig, aber hängt wohl auch damit zusammen, dass der Markt
halt einfach momentan extrem volatil ist und nicht unbedingt an jedem Preislevel, das angezeigt wird, auch ein gehandelter Kurs ist. Und da das halt einfach dann, Wolfgang, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber außerhalb der Requote-Toleranz dann halt liegt und man deswegen dann halt keinen Fill bekommt. Kann passieren. Also bei der Vola, ne, Kann wo er passieren. wirklich der Kurs dann irgendwie 20 Punkte in der Sekunde zuckt, kann das dann schon mal sein, dass dann halt irgendwie heißt, dass irgendwie halt, boah, da wurde nicht gefillt, aber dazu bräuchte man schon dann halt irgendwie die genaue Meldung, also wenn da irgendwie gar nichts passiert ist. Aber es ist definitiv Also kein ich brauche, Fehler. Bitte? um das untersuchen zu können, brauche ich eine Ordernummer, kurz Ja. erklären, was passiert ist, das Ganze an Service at FX Flat. Und dann kann ich da auch genau was zu sagen, was da in dem Moment passiert ist. Ja, ich meine, wir haben halt einfach brutale Kurssprünge im Moment. Das ist halt einfach so, ne? Also, aber ist im normalen Handel, ich meine, es gibt ja auch genug irgendwie Live-Tradings hier mit dem Stereo Trader, dann hätte man das ja auch schon mal irgendwie gesehen, aber das ist nicht der Fall. Und wie gesagt, wenn der Kurs gappt, ne, habe ich natürlich das gleiche Problem. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Order habe, als Beispiel hier eine, was weiß ich, eine Long-Stop-Order als Beispiel. Und wenn jetzt der Markt zumacht und dann da oben irgendwo wieder aufmacht, habe ich natürlich halt möglicherweise wird die umgewandelt dann in Limit Order wiederum, die dann drunter liegt. Ne? Kann passieren halt einfach. Und das ist halt alles so ein bisschen tricky bei dem Markt. Hat auch mit Windows 10 jetzt irgendwie nichts zu tun, sondern würde ich mal behaupten, ist wirklich dem Markt momentan geschuldet. Auch bei Pullback-Orders ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Limit Sell deutlich nach oben über dem Kurs springen, statt ausgeführt zu werden. Wie gesagt, also es würde mich sehr wundern, dass wenn wirklich die älteste Funktion und die etablierteste im Stereo Trader irgendwie seit neuestem irgendwelche komischen Sachen macht. Das muss mit was anderem zusammenhängen, ne? Also Limit Pullback Order. Also gerade dazu, ne? Gibt es wahrscheinlich irgendwie 200 irgendwie Webinare und Videos, wo die eingesetzt wurde und die hat noch nie nicht das gemacht, was sie machen sollte. Das muss irgendwas anderes sein. Aber wenn die Möglichkeit besteht, sowas mal irgendwie auf Video aufzunehmen, wäre das natürlich grandios, ne? Dann wird man es natürlich am besten halt irgendwie auch sehen, womit es zusammenhängt, wenn da irgendwas halt nicht läuft, wie es laufen soll. Ja, konnte das Problem mittels Sounds umgehen, werden wir das nochmal neu aufsetzen. Ja, okay, dann schreibt er eben, wir kriegen dann nochmal ein Feedback dazu. Also, wie gesagt, das ist definitiv nicht generell. Gut, so, der Gottfried, was? Die könntest du bitte mal die Fibo Retracement? Und hat das Fibo-Level dann mit? Nein, also, nee. Moment, also mit Fibo Retracement, dann vielleicht bitte nochmal genauer schreiben, Gottfried, ist da die internen Sachen hier gemeint? Also wenn ich jetzt hier Intraday Fibos als Beispiel halt auswähle, das verändert sich natürlich. Ne? Also sobald irgendwie ein neues Tageshoch, Tagestief da ist, wandert das natürlich fleißig mit. Aber mit dem normalen Fibo, also was ich halt hier irgendwo drin zeichnen kann, da wandert halt natürlich nichts mit. Ne? Das ist ja halt MetaTrader. So. Okay. Philipp lese ich gerade. Okay, also das war, alles klar, das war der Philipp, der hier die Mail geschrieben hat. So, MT4 neu installiert und StereoTrader installiert, seitdem alles gut. Ja. Also wie gesagt, das mit dem Sprung, also ich kann da wirklich nur jetzt aus der Distanz, ohne das gesehen haben zu haben, wirklich nur mutmaßen, dass das irgendwie mit Kursausfall oder so zusammenhing. Also sonst was fällt mir da leider nicht ein. Okay. Also danke Philipp, dass du dir die Mühe gemacht hast da und auch für die Bestätigung, dass sich ja dann scheinbar damit jetzt erstmal erledigt hat. So, ich muss mal die Fragen hier ein bisschen höher machen. Das sieht immer so aus, als würde ich hier auf den Tisch gucken, glaube ich, ne?
Ist ein bisschen kleiner. So, jetzt gucke ich fast in die Kamera. Also, wenn eine LPO gefehlt wird, wurde SL und Entry an ganz anderen. Also, waren wir das nicht gerade schon? Okay. Habe ich das auf dem Tisch vom Andreas? Wolfgang, habe ich das versäumt? Nein, ist mir nicht bekannt. Also da habe ich jetzt keine E-Mail zu bekommen. Okay. Also ich, Ja. er schreibt, er hätte von uns, hätte das sich bei uns gemeldet, aber Okay. ist mir jetzt nicht. Also mir sagt es jetzt auch nichts, aber wenn du es auch nicht hast, dann wäre das jetzt auch kein Wunder, wenn. Also ist dann halt, keine Ahnung, wie du siehst, wir sind erstaunt, weil gerade FX Flat ist wirklich für den Support wirklich berühmt, muss man fast schon sagen, für den grandiosen Support. Ich bin echt froh, dass ich die Jungs da habe, weil die es einfach gut machen und sehr sorgfältig. Deswegen ist es, ja, Wolfgang, da musst du irgendwie vielleicht mal nachfragen. Ne, also untergeht da eigentlich gar nichts. Ne? Es kann natürlich jetzt trotzdem, das sind alle Menschen, kann da mal irgendwie irgendwas übersehen werden. Ich kann das ganz besonders gut. FX-Flat normalerweise nicht. Und aber jetzt, wo der Wolfgang das auf dem Schirm hat, wird das mit Sicherheit hier auch in Angriff genommen. Also sorry, Andreas, aber wir kümmern uns auf jeden Fall. Ja, ich kümmere mich drum. Ja. Genau, die Zeichenobjekte, ich weiß. Also das ist hiermit, dass die teilweise nicht auswählbar sind, ich weiß. Also, wobei aber auch da ist es das Gleiche in Grün. Ne? Also sobald, das merkt man halt zum Beispiel, also wenn man hat hier jetzt irgendwie eine Linie halt irgendwie zeichnet oder hier mit den Fibus habe ich, reicht da eigentlich gerade. Da hat er manchmal keine Lust mehr drauf, ne, da irgendwie drauf zu reagieren. Frag mich einer was Leichteres. Das Ding ist aber, auch hier ist es so, sobald der Markt zu ist, ist plötzlich alles wieder ganz normal. Ne? Und das scheint irgendwie mit der Chartdarstellung zusammenzuhängen. Ich weiß aber halt auch, dass es selbst im MT5 alleine ohne den Stereo Trader auch schon irgendwie tricky ist. Und er hat es ja gerade schon gesagt, es gibt ein Workaround, indem man nämlich halt hier über User, ne, on, also hier mit Shift-Click da drauf, kann man die alle an- und auswählen. Damit kann man sich zumindest behelfen, weiß ich. Und aber da ist aber auch andererseits schon von anderer Stelle bestätigt worden, dass es alles problemlos ist. Also scheint es halt irgendwie auch mit der lokalen Kiste dann halt irgendwie zusammenzuhängen. Also das ist halt ein bisschen tricky. Manchmal geht es halt problemlos. Wie gesagt, bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir geht es sobald irgendwie der Markt sich nicht mehr bewegt, geht es wesentlich einfacher. Und aber wie gesagt, gerade in der Testergruppe haben es viele bestätigt, dass es wieder problemlos möglich ist. Ne? Deswegen vermute ich da auch mal, es hängt irgendwie in irgendeiner Form auch irgendwie dann halt mit der lokalen Konfiguration da halt möglicherweise zusammen. Und kann ich momentan leider sonst wenig dazu sagen. Boah, weißt du, was das Schlimme ist, Wolfgang? Hier im Helpdesk, ja, denkst du immer so, der Stereo Trader ist voll die Schrottkiste. Ja, klar, ich meine, das ist natürlich, wenn man nur so ein Helpdesk sieht, denkt man, Gottes Willen. Ne? Aber ich meine, ich konzentriere mich natürlich auch lieber auf die Sachen, die alle funktionieren, die ja auch deutlich mehr sind, Gott sei Dank. Weil das Ding hat halt nun mal irgendwie ein paar tausend Funktionen. Und hier kommen natürlich immer die raus, die dann halt gerade so ein bisschen vor sich hinkränkeln. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen doof, aber klar, ne, so im Großen und Ganzen, oder was heißt, es funktioniert, ja. Aber trotzdem gibt es halt Sachen, wo wir als Programmierer in der Timo genauso immer wieder vor Herausforderungen stehen und denkst so, das kann alles nicht wahr sein. Und es ging doch gerade noch. Und womit man dann halt irgendwie ständig zu kämpfen hat. Das ist halt normal. Ne? Also selbst die NASA fliegt ja übrigens mit einer Fehlerliste der Software ins Weltall, weil es weniger riskant ist, die Fehlerliste zu kennen, als versuchen, die Bugs rauszumachen. Das ist kein Witz, echt kein Witz. Und aber so gehen wir Gut, natürlich aber ich nicht. sag mal,
Aber viele sind ja auch lokale Probleme, nicht unbedingt Ja, klar. Stereotrader-Dinge, sondern auch lokal bedingt, muss Ja. man auch dazu sagen, Ja, da muss es halt immer ein die bisschen wir gar nicht schwierig. so supporten können. Ja. Ja. Genau. Das ist halt auch immer so das Ding. Deswegen, also weil so generell, ich meine, es gibt ja wirklich nicht gerade wenig User da draußen, die auch das Ganze täglich einsetzen und überhaupt keine Schmerzen haben mit nichts. Und die sind halt auch, Gott sei Dank, deutlich in der Überzahl, aber trotzdem halt lokal sind da manchmal, kommen ganz, ganz abenteuerliche Sachen bei raus, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein, ne? Gut, okay. Also, so wie ich das sehe. Moment. Nicht angewandt. Ja, gute Frage. Der Werner sagt gerade, wenn ich bin jetzt hier im Demo-Account, da geht's jetzt leider nicht, in dem, der hier hinterlegt ist, sind keine Future-Daten im Live-Account, sorry. Aber generell, Volume Mapping, ne? Das heißt, ich kann ja hier im Stereotrader kann ich ja halt eine andere Volumenquelle hier angeben. Ne? Also ich könnte jetzt hier, wie gesagt, wenn das jetzt ein Live-Konto wäre, ist es jetzt an der Stelle nicht. Dann kann ich halt hier auswählen. Ich kann es auch mal kurz simulieren, indem ich den hier den US30 mal noch dazu gebe. So, wenn ich jetzt gucken, was direkt schon da ist. Manchmal braucht er ein bisschen, um zu laden. Nochmal. Ne, kommt nicht? Warum nicht? Ah doch, da ist er. Das ist aber Genau. genau der springende Punkt, was du eben gemacht hast. Was denn? Der Werner muss einfach den großen DAX in die Marktübersicht hinzufügen und dann kann er die auswählen unter. Nein, 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 Nein? nein, echt nicht. Das ist eine Besonderheit. Also generell kann ich ja Ich hier. nicht. Nee. Ich kann ja generell hier eine andere Volumenquelle zugrunde legen. Hier sind es jetzt zwei CFDs, natürlich jetzt Quatsch, ne? Aber ich zeige es morgen früh im Live-Trading sicherlich gerne nochmal. Ich kann ja halt hier zum Beispiel den DAO auswählen und dann den, also den US30 Mini und darunter kann ich mir das dann hier über die Volumenauswahl kann ich den Future packen. So, das heißt, ich habe dann das Orderbuch aus dem Future, das Volumen aus dem Future und das ist halt das Volume Mapping. Im DAX, das war jetzt die Frage von dem Werner. Ich kann doch, der Werner fragt also, ich nehme den FDAX Mini und will aber das Volumen vom großen FDAX drunter haben. Das geht nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Tick-Size eine andere ist. Der große FDAX hat einen Tick-Size von 0,5. Das heißt, der DAX bewegt sich im Abstand von 0,5 Punkten. Und der Mini-FDAX oder FDAX Mini, dem haben sie, warum auch immer, eine Tick-Size von 1,0 verpasst. Und das ist genau das Problem. Das heißt, ich kriege grundsätzlich hier immer alles angezeigt, was die gleiche Tick-Size hat. Und da die beiden voneinander abweichen, geht es nicht. Das ist leider so. Ja, ich weiß nicht, was sich die Eurex da gedacht hat, aber ist eine gute Frage, weil ich habe die, die kommen nicht so oft vor, aber halt, da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Und ne, weil du hast ja auch natürlich auf Anhieb jetzt gemeint, Wolfgang, es würde gehen. Also ist natürlich immer der Ja, erste Gedanke, richtig. aber ja, das ist der Grund, worum es nicht geht. Wäre ich mal ruhig Leider. geblieben. Nee, nee, alles gut. Aber ich verstehe es halt auch nicht, ne, warum, aber gut, das ist ein anderes Thema, warum die Eurex da nicht die Tick-Size beibehalten. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist einfach nur unattraktiver damit gemacht. In jeglicher Hinsicht. Ich habe den auch noch nie gehandelt. Darf mal ab. Immer nur den großen. Ja, weiß ich, ja, wegen der Tick-Size ist halt Quatsch, ne, eigentlich, ne? Ich meine, du bist halt sofort mit irgendwie 5 € los, mit einem Tick und mit dem großen bist du auch nur 12,50 € los. Also, ne, doppelte Size, aber irgendwie trotzdem das Risiko nur halb so groß. Von daher ist es ja irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Beziehungsweise die Kosten sind nicht doppelt, es sind nicht irgendwie fünfmal so hoch. Sorry, bisschen falsch gerechnet hier. Also die Size, die Future Size ist ja fünfmal so hoch, aber halt entsprechend der Spread, aber halt nicht, ne? Sondern der ist halt nur gerade mal ein bisschen mehr als doppelt so hoch. Und deswegen ist es ein bisschen, finde ich halt auch unattraktiv. Aber wie gesagt, das ist der Grund dafür, worum es nicht geht. So, so wie ich das sehe, 18:55, das wäre ein gutes Timing, um zu sagen, wir sind durch, wenn ich nichts übersehen habe.
Doch, du hast die Absackerfrage übersehen. Die was? Die Absackerfrage hast du übersehen. Ach, die Absackerfrage. Warum heißt das Theotrader das Theotrader? Ja, die wurde auch schon ganz oft gestellt. Ja, warum heißt das Theotrader? Es gibt mehrere Gründe. Also ganz am Anfang habe ich irgendwie, glaube ich, es gab ja halt, das sah ja am Anfang mal ein bisschen anders aus. Da war ja die Orderaufgabe hier, ne, über die Streifen, die war ja mal ausgegliedert. Das sieht man noch irgendwie in ganz alten Videos und so weiter. Und dort hing das irgendwie immer so im Chart drin. Und das hat mich immer daran erinnert. Da hatte der auch noch gar keinen Namen. Also ganz am Anfang natürlich. Da habe ich immer daran erinnert, so wie früher halt die VU-Anzeigen von der Stereoanlage ausgesehen haben. Und weil halt so, ne, die Aussteuerungsanzeige dann halt. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, irgendwie erinnert mich das daran. Und dann halt eben halt auch die Tatsache, dass man, also das war halt so das eine, und das andere war halt die Tatsache, dass man halt, das war der erste Modus, bevor überhaupt der normale Future-Modus da drin war, gab es eigentlich nur den Stereo-Hedge-Mode. Und das heißt, wo ich in zwei Richtungen akkumulieren konnte. Und das konnte ja, oder kann bis heute ja auch keine andere Plattform. Und weil das halt eben zweiseitig war und dann eben irgendwie kam das wohl alles zusammen, deswegen war das für mich halt irgendwie Stereo. Und so kam das Ding halt zum Stereo-Trailer. Und ich finde halt generell, das merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen, so die ganzen Namensgebungen halt auch von den Layouts und so weiter, das ist ja alles so ein bisschen musikalisch angehaucht. Und ich komme ja auch ursprünglich, das heißt, ich komme ursprünglich nicht, aber ich war lange Jahre in der Musikebene halt auch unterwegs. Und Musik ist etwas Schönes, was einen auch, glaube ich, nie loslässt. Und hat wahrscheinlich alles so ein bisschen damit reingespielt. Also das ist so die kleine anekdotische Erklärung an der Stelle. So, welche Quelle muss für das Volumen-Mapping gewählt werden? Ja, kommt darauf an, welches man halt wählen will. Ne? Also wenn ich für den DAW halt irgendwie den YM drunter haben will, dann muss ich halt den YM dann halt wählen. Also immer den passenden halt zum jeweiligen CFD. Also gibt es ja keine pauschale Volumenquelle. Gut, da würde ich mal sagen, an der Stelle, Absackerfrage ist ja dann auch durch. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh, wenn ihr denn wollt. Gut, früh, okay. Das heißt, 8:45 Uhr, schon wieder so früh, werden wir versuchen, hier den DAX zu bearbeiten. Ich bin mal gespannt, also was das wird. Ich habe mir heute schon ein bisschen Sorgen um den Kollegen gemacht. Habe schon gesagt, irgendwie heute, meine Güte, wir sind unter 2015, unter den Tiefs. Und wenn da nicht irgendwie gleich, also es ist halt einfach brandgefährlich, die Zone, wo wir heute halt im DAX gewesen sind, weil da einfach die Gefahr besteht, dass da halt zu viele Stops reißen und dann. Das habe ich heute so ein bisschen kommen sehen. Also es kam mir ja dann glücklicherweise nicht. Ich habe mich dann getäuscht. Also weil generell, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man irgendwie lange Bewegungen hat, aber was halt dann auch dahinter steckt, ist halt irgendwann nicht mehr schön. Ne? Von daher bin ich eigentlich erstmal froh, dass das Ding da halt auch wieder sich, was heißt, gefangen. Also zumindest mal ging es jetzt erstmal nicht tiefer, aber das heißt ja nichts irgendwie, dass es morgen nicht auch schon wieder ganz anders sein kann. Ne? Da habe ich so ein bisschen. Wir sagen Bammel davor, aber das kann natürlich auch ziemlich stressig werden, dann halt morgen. Ich hoffe es nicht und hoffe halt, dass wir uns hier so ein bisschen stabilisieren. Aber nichtsdestotrotz werde ich halt versuchen, dann morgen früh im Live-Trading-Webinar ab 8:45 Uhr da was rauszukitzeln und hoffe doch sehr, dass mir das dann auch gelingt. Also, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr dabei sein würdet. Wolfgang, bist du dann auch da? Machst du das? Ja, ich mach das. Ich bin dann auch so früh da. Ja, du musst ja noch fahren. Das muss ich ja alles Gott sei Dank nicht. Das ist ja Na, das. hält sich in Grenzen. Oh, Fünf stimmt. Minuten Du musst ja muss nicht ich aus fahren. Köln, ne? Nee. Ja. Im Leben nicht. Ich der Nelson. Ja. Okay, gut. Wolltest du noch was sagen, Wolfgang? Ja, ich danke für die rege Beteiligung für die vielen Fragen, die gestellt worden sind. Ich persönlich konnte auch einiges lernen dabei. Und Dazu ja, eine Sache. ich wünsche auf jeden Fall allen Teilnehmern einen wunderschönen Abend und
Eventuell hört man sich morgen wieder. Schönen Abend.